Herzlich willkommen zu iRacing, mit dabei der Master Yoda, oder wie wir ihn in iRacing kennen, und der Roland S. Ja, hallo Roland. Hallo. Du bist ja mindestens so gut vorbereitet wie ich. Ihr paar, stimmt, das Setup passt da so. RBS3 Nürburgring. Nein, Split. Das sind extrem stolle vor. Ich bin Nummer 10, Startplatz 11, aber da starte ich fix aus der Box. Mit 8000 Iridium. Ja, ich bin im letzten Split vermutlich. Aber ich bin ziemlich weit gekommen gerade vorher. So, also ein bisschen kenne ich die Strecke wieder. Keine Ahnung, nur muss man da gerade bei solchen leichteren Strecken, die eh nicht so lang sind, wo es leicht zum Lernen sind, kann man ruhig im Lohne-Training abfahren, oder? Wie siehst du das? Hoppala, da fahren wir gleich gerade aus. Jetzt muss ich nur den Anschein erwecken, als ob ich die Strecken gar nicht kann. Auf jeden Fall aus der Box starten, versuchen durchzukommen. Der Froome ist wieder zu den anderen zugekommen, Fahrer. Ja, so alle die Leute. So, jetzt sind wir da auf der Höhe. Das ist der Flugplatz, die erste lange Geraden noch, gell? So schlecht kann ich die Strecken haben. Da sehen wir meine super schöne Lackierung im Three-Way Extreme Three-Way Racing Team. Ja, selbstgemachte Lackierung. Ja, ich hoffe, ihr habt alle Spaß. Ich werde ihn haben. Gritten, glaube ich, werde ich nicht. Als 10. ist mir zu gefährlich. Als 11. Gritten, das ist doch lebensmüde, oder? Echt? Ich starte aber. 13. Ja. Von 20. Grittest du wirklich? Sehr. Und? Zwei Kurven kann ich mithalten, dann fahren 2 davor. Ich hab geschrieben, I don't grit. No way to get me that easy. Und helfen wir erst, ich geh gerne, also es geht's nicht. Ja, 2 Sekunden, ne? Viel Glück auf jeden Fall dir im Topsplit. Miss Start, jawohl. Das heißt, jetzt kann ich klicken, gell? Startest du echt aus der Box? Ja, ganz sicher. Und 5 andere auch noch! You've got 5 laps to go! Miss Start, geht los, schon. Das verlierst du nicht mehr viel Zeit. 5 Sekunden, da das. Da verlierst du gar nichts. Leider haben sie 10 andere an überlegt, dass aus der Box steht. Der erste ist schon links, steht schon links. Ich frage gerade, dass der aus der Box aussieht. Right. Ich schau überholt, ja. 2 überholt. Okay. Oh, nicht. Erste Kurve schon in die Wand fahren. So, Konzentration jetzt. Erste Disconnect schon. Jetzt sind wir weg, da kann die Strecke offensichtlich besser, aber ich bin jetzt noch nicht vorsichtig.
nur Mauer? Hoppala, ich bin in der Wiesn, erster Auftrag. Das ist, glaube ich, recht lang. Zweiter Incident. Da hinter mir wird mich gleich wieder umholen wollen. Da hinter mir hat es gerade zerlegt, weil ich auf die Bremsen gestiegen bin. Habe ich keine Strecken, ich muss da bremsen, es geht nicht anders. Warum mit der Box gestartet bin. Ich würde mal vorbeilassen bei der ersten Gelegenheit. Jetzt beim Karussell. Jetzt vorbei, es ist ja wurscht, ob ich jetzt wieder nicht. Nachbarn ist ja das Gefährlichste, was du machen kannst auf der Strecke. Kennst die Omas immer, die aufhalten im normalen Straßenverkehr? Das bin ich, aber ich bin schon beim Schwalbenschwanz, das heißt, die Runde schon fast geschafft.
Da geht's nur mehr noch auf die lange Grotte, gell? So, da sind vorbei da. Right side. Schau, wie man kann was hängt. Ist mir geil. Ich wäre gern letzter. Nimm mich sofort. Ich bin 17. 18. bin ich. Boah, 4 Runden musst du fahren? Da werde ich überrundet. Jetzt sind wir drin, okay. Ich bin eine ganze Runde als Training gefahren, von dem bin ich schon weitergekommen, als ich erwartet habe. Das Witzige ist, das Tauchen vorne immer wieder Leute auf. Flugplatz ist die erste lange Gerade noch, oder? Ich hab keine Ahnung. Alle, die vorbeilassen und die Stauern sitzen da, wo ich den anderen tun kann. Der dann überholt, und den mit 2 vorbeilassen hat. Und jetzt wird er überholt.
Lag dich kurz bösen. Aufpassen. Genau, da sind die Sachen, wo die Kontrolle vom Fahrzeug nicht so gegeben ist. Ich hätte gerne nett hinter mir. Die anderen werden die Abstand hinter mir lassen. Oder hoffen, dass ich es vorbeilasse, aber. Wieder gelbe Flagge. Auf an alle. Wir brauchen eine gelbe Flagge, wo da Nummer 2 Leute vor uns sind. You got two laps to go. You got two laps to go. Der Rund schafft aber 50%, oder? Jeder ist viel schneller als ich. Aber ist egal. Das hat sich scheinbar keiner zu necken, oder? Wie weit davon? Ich werde noch der Traumweite vorbei lassen, wie oder? You got a slow car on the right. Slow car ahead. Wie weit er funktioniert, hätte ich ihnen auch sagen können. Ja, das waren zwei Leute da drin. Ich bin in die Top 10! Achter! Der Lenkrad ist durchgeschwitzt schon. Schon fast. Boah. Ja, das ist. Es gibt einen Grund, warum das grüne Hölle heißt, wahrscheinlich. Ich könnte eigentlich vorbeilassen.
Got the white flag. That means one more lap to go. Vorbei jetzt, dass irgendein Blödsinn ansteht. Left side. Ich glaube, Dennis ist gut genug. Ich bin jetzt 8. oder 9. wäre es mir ziemlich wurscht. Ist wohl vorbei. Schau, ich bin jetzt nicht nur 10. oder 10. ist auch vor mir, warum immer. Also bei 10. bin ich jetzt gut. Wir fahren uns selbst in die Wand hauen. Go right. Keep digging. Keep digging. So, eine stressfreie Runde.
120 wird fahren. Wir sind immer noch da. Ich sehe es aber als die richtige Entscheidung, so haben wir nicht irgendein Problem, dass der uns einen Zweikampf verwickelt. Ja, ich sag's gleich, der Dan wird auch wieder jammern, ja, mit solchen Gurken, da gewinnt er, ja, wer fährt noch mit, wo ist er drauf? Schauen wir's einmal. So gierig waren, jetzt wollte ich pushen. So schlau in der letzten Runde, dass eben nichts mehr geht, noch zu pushen. Zu pushen. Das ist ja, wie es funktioniert. Und dann raus. Das Gute ist, die da vorne sind jetzt zusammen. Ah, sind auch 50 Schade. Das ist eine Hoffnung, dass ich keine. Dass da noch irgendwer zusammenfährt.
3 zum Beispiel, Top 5 wäre schon nice gewesen. Ja, das ist Kategorie, man muss die Rennen beenden. Derjenige, der das Ziel nicht sieht, kann man dann gewinnen. Schwanz, wie du es hast. Hoppala, komm. Bleib drauf. Ich muss halt. So, das wird unser schnellster Sektor hier. Ist cool, gell? Wenn man im Sektor 9 ist und die anderen Sektoren alle nicht mehr sieht, weil die Runde so lang ist. Ja, wir hätten den auch nicht vorbeilassen müssen. Dann wäre man Platz besser, aber ich glaube, das passt schon so. Platz 8! Ich bin nicht so viel. Und jetzt da, das ist nichts. Weg. Dann gut runterziehen. Ja, vier Runden mit nur 3 Incidents, das waren 3 ganz leichte Auftrags. Wuhu, 8. Platz. Ja, ohne Training ist das, glaube ich, schon Erfolg. Könnt ihr eure Meinung dazu hinterlassen? Warte selber mal. Ja, Participation geschafft. Roland noch da oder schon gegangen lang? Dann verabschiede ich mich davon. Ciao, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.